Wir befinden uns heute in der Ausstellung Ausgezeichnet, Künstlerin des Inventars. Die Ausstellung wirft einen Blick hinter die Kulissen der Museumsarbeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und spürt den Arbeits- und Lebensbedingungen der Frauen nach, die zu der Zeit als Zeichnerin am Museum beschäftigt waren. Heute wissen wir von 21 Frauen, dass sie am Museum angestellt waren als Zeichnerin. Ihre Namen tauchen auf in Jahresberichten, in Widmungen, in wissenschaftlichen Werken, in Sammlungsakten und von 9 Frauen existieren noch Personalakten. Weitere Quellen, die uns etwas über das Arbeiten und Zusammensein am Museum dieser Frauen sagt, sind die historischen Fotografien in unserem Archiv. Tatsächlich existieren einige Fotografien, auf denen die Frauen abgebildet sind, die vermutlich auch selber von den Frauen angefertigt wurden, da neben der Zeichnerei auch das Fotoatelier zu der Zeit von Frauen betrieben wurde, besetzt war. Hier haben wir zum Beispiel eine Fotografie, die aus dem Nachlass von Arthur Bühan, dem damaligen Europakustoden, stammt. Sie zeigt offensichtlich Arthur Bühan mit 4 der Zeichnerinnen in einem eher privaten Zusammensein bei Zigarette und Getränken. Daneben haben wir eine Postkarte, die die Zeichnerin Arthur Bühan übersandt haben und die sich auch in seinem Nachlass befindet. Für Humor und Güte, doch so uns gegeben, wie Rosen nicht ohne Dorn leben, geschickte Frauenhände verstehen, mit den dornigsten Rosen umzugehen. Auch in diesem Text lässt sich lesen, wie das Verhältnis der am Museum beschäftigten Personen zueinander, untereinander waren. Ich stehe hier vor einer Auswahl von Scherenschnitten. Bei diesen Scherenschnitten handelt es sich um einen Zufallsfund in der Vorbereitung auf die Ausstellung. Und zwar befand sich eine Mappe mit insgesamt 40 Scherenschnitten unter den grafischen Hinterlassenschaften der Zeichnerinnen. Diese 40 Scherenschnitte bilden eben Stellen sowohl männliche als auch weibliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dar. Sie sind mit Namen versehen und jeweils mit einem Spitznamen. Und wir können eben da auch etwas über das Zusammensein, Zusammenleben, Arbeiten hinter den Kulissen ableiten. Es ist nicht dokumentiert, wer diese Scherenschnitte anfertigte und zu welchem Zweck sie angefertigt wurden, aber die Vermutung liegt nahe, dass sie aus der Hand der Zeichnerin stammen. Tatsächlich dienten mir die Scherenschnitte oder im Speziellen ein Scherenschnitt, über einen Scherenschnitt ist es gelungen, auch zur Identifizierung der Personen auf den historischen Fotografien. Und zwar Gesa Timmer, die wir hier sehen, mit dem Spitznamen Riesenpalme, offensichtlich weil sie im Vergleich zu den anderen Frauen sehr groß war. Sie konnte ich eben anhand dieses Scherenschnitts auf historischen Fotografien identifizieren.